was werde ich gleich wieder machen? Richtig, tanken. Kran wird wahrscheinlich heute aufgebaut, deswegen ist das alles gesperrt hier, Straße. Polizei bewacht die Absperrung in den anderen Nebenstraßen, dass da keiner reinfährt oder falsch parkt oder sonst irgendwelche Sachen. Und haben jetzt das erste Teil aufgestellt und mein Teil ist das zweite Teil von dem Kran. Ja. Naja. So, in diesem Sinne ist diese Tour beendet. Und bis zur nächsten. Bye bye. Nashville, Tennessee. Straßen sind gähnend leer. Nur ein paar Jogger hier unterwegs. Aber nicht ein Auto. Nix, gar nichts. Null. Hammer. Arrived at your destination on the left side, pilot travel center number 413.
Juhu! Da bekloppt, ne? Da bekloppt der Kerl. Nice load. Machen wir. So, jetzt fahre ich nach Mississippi und hoffe, dass ich da morgen gleich eine Ladung kriege irgendwo. Glaube zwar nicht, weil es nicht so eine gute Reload Area ist. Aber gut, was wird's machen? Nicht zu ändern, da muss man halt wieder ein bisschen leer fahren. Und außerdem sind es ja nur noch 9 Tage bis nach Hause. 9 Tage und dann geht's ab nach Hause, oder dann bin ich schon zu Hause, sagen wir mal so. Weil kriegen ja am ersten Besuch. Und von daher muss ich dann zu Hause sein, oder will zu Hause sein, sagen wir mal so. Also in diesem Sinne. In a quarter mile. Take the entrance to the left on I-65 south. Sehen uns später. Bye bye. Gallonen ungefähr insgesamt tanken.
130 Gallonen ist okay. Da kommt man schon dabei mit. Also ich schätze mal so um 800, 900 Meilen komme ich damit. Ja. Ist natürlich auch der Vorteil, wenn ich dann günstigen Sprit irgendwo habe, günstigen Diesel, dann kann ich diesen günstigen Diesel meine Tanks komplett voll machen und brauche nicht dann unterwegs noch teuer Diesel tanken. Ja, das ist natürlich der Vorteil. Der Nachteil ist halt wieder, warum ich mich so lange gesträubt habe eigentlich vor diesen Zusatztank, ist das Gewicht. Das sind ungefähr 700 Pfund, die noch zusätzlich auf meine Antriebsachse kommen. Und da muss ich halt dann drauf achten. Aber naja, besser so als. Okay, also, bis später in diesem Theater und halt euch auf dem Laufenden. Bye, bye. So, bin jetzt gleich bei meinem Kunden hier, 5 Meilen. Ich hoffe, dass ich es finde, weil es gibt keine genaue Adresse. Irgendwo an der Kreuzung, keine Ahnung, ich werde sehen. So ein bisschen doof. Irgendeine Baustelle, mal gucken, was für eine Baustelle. Mal schauen, ob ich es finde oder ob ich es nicht finde. Wetter ist schön, Sonnenschein, warm, fast, naja, was haben wir denn, 25 Grad, 24 Grad werden es sein, also schon recht frühlingssommerliche Temperaturen, kann man so sagen, ja, naja. Sonnig. So, müsste gleich da sein. Bin ich ja mal gespannt. Hauptsache, die haben einen Gabelstapler, den Scheiß abladen können. Bei mir zu Hause. Viel Wald. Ich hoffe, die Kameraposition ist okay. Man wackelt nicht ganz so doll. Habt ihr jetzt am Spiegel dran. Müde. Jedes Mal, wenn die Kamera an ist, dann gähne ich mir hier einen ab, ey. Vorhin noch schön ein Päffchen hier holen. So, gleich da. Wenn nicht, muss ich nämlich anrufen dort, beim Kunden. Und dann muss der mich dahin führen oder abholen oder wie auch immer. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall bin ich jetzt in der... In der Ortschaft, wo ich hin muss. Und in a quarter mile, Sly Guy Dunn, Cummings Road. Cummings Road intersection and directions. Mississippi turn right on Cummings Road, okay.
Stoppschild. Da müsste in einer Dreiviertelmeile müsste ein Stoppschild kommen. Da müsste die Salem Road sein. Eine Straße, als wenn hier absoluter Monsterverkehr herrscht. Oh, hier ist kein Auto, so bei dem Fall. In 0.2 miles, turn left on Weir Salem Road and then approaching destination on the left side in 0 feet. Jetzt darf. Da vorne? Hier vorne ist so eine Baustelle. Hier scheint das zu sein, denke ich mal. Irgendwie. Schauen wir mal. Doch richtig. Nur über die Straße drüber. Aua. Fuck. Aua. Aua. Ach, hör auf zu heulen wie ein Mädchen, ey. So. Da muss ich hin, da drüben. Ach Gott.
on top. Where you want to park? So, bin jetzt fertig, habe meine Ladung abgeladen in Mississippi und bin jetzt zum nächsten Truckstop gefahren, der war 40 Meilen entfernt und warte hier jetzt leer bis morgen auf die Dinge, die da kommen. Naja, mal sehen, ob ich morgen was kriege, weil Mississippi ist jetzt nicht der beste Ort, um Ladungen zu kriegen. Ah, naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall bis hierhin. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Und macht weiter so. Abonniert mich. Oder meinen Kanal, besser gesagt. Schreibt Kommentare. Fragt, wenn ihr Fragen habt. Daumen nach oben oder nach unten. Glöckchen nicht vergessen. Und in diesem Sinne, bis hierhin. Bleibt mir treu. Und tschüssi und bye bye.